Ja, hi guys, ein kleines Reaktionsvideo mal wieder überfällig zum Homo economicus, dessen Fan ich ja bin. Aber jetzt hier ein Video, wo ich unbedingt Reaktion machen muss. 337.000 Euro. Erstens mal, also erste Reaktion: Hier fehlen die Kommastellen. Da bin ich schon etwas enttäuscht. Also erste Enttäuschung von dem Video her, 337.000 Euro und dann lauter Nullen. Ich glaube, da, das ist nicht ganz korrekt. Ja, in 4 Jahren, wahrscheinlich auch also von genauem Zeitraum her nicht ganz korrekt. Also sehr oberflächlich, überschlagsmäßig. Also bin ich etwas enttäuscht vom Homo economicus, weil der immer sehr genau nachrechnet. Also. So. Man kann ich gut verstehen, weil ich heute ein bisschen in einem anderen Raum bin. Jetzt schauen wir mal ganz kurz rein. Ich möchte ja nur auf ein paar. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. So, ja, das wissen wir. Passiert. Und tut es manchmal gut, wenn man einfach mal ein bisschen rauszoomt. Das ist eine gute Taktik an der Börse, wenn es gerade mal wieder 1-2% an der Börse an einem Tag nach unten geht. Das Beste, was man machen kann, du guckst dir nicht den Einmonatschart an oder nicht den Wochenchart an, sondern den Jahreschart, den Dreijahreschart, den Fünfjahreschart oder sowas. Und auf einmal sieht die ja. Welt ganz, ganz anders aus. Tausche. Und genau das möchte ich heute mal. Ja, stimme ich total überein. Hier eine weitere Kritikpunkt. Also ich gehe jetzt mal auf die ganzen Kritikpunkte ein hier. Ich habe das gleiche Rode Mikrofon hier wie er. Und er hat es auch gekauft, ich glaube vor einem Jahr oder sowas oder noch länger her. Super Mikrofon. Und es hängt immer noch dieser Fetzen da dran. Ja, ich würde es jetzt gerne mal einkreisen. Mit der Software kann ich das gleich später noch nachmachen. Dieser Plastikfetzen, den du eigentlich normalerweise entweder ganz entfernst, entweder dieser Plastikfetzen hängt gut dran, ja, also so, dass man kaum sieht, dass er unsichtbar ist. Aber so wie der da dran hängt, das ist ja widerlich. Ja, also vielleicht mal diesen Plastikfetzen hier entfernen von dem Rode. Ja, das ist, also ich weiß nicht, hat der keine Ahnung. Naja, gut. Das sehen jetzt irgendwie hier ungestraft, wie viele Leute haben es schon gesehen? 23.000 Leute müssten sich jetzt hier quasi diesen Fetzen hier reinziehen, ja, diesen Plastikfetzen, ja, weil es einfach eklig aussieht. So als irgendwie, ja, ich weiß nicht, weil als würde er dieses Mikrofon wiederverkaufen wollen und möglichst, ich weiß es nicht. Ich kenne das. Zum Beispiel bei Fernsehern und so weiter, da mache ich das genauso, aber das sehen halt nicht 37.000 Leute. Ja? Und also das ist schon mal das erste Kritik hier. Das Ganze ist ein bisschen langsam, sorry dafür, aber ich bin gerade im Machen, wenn es bei mir nicht um die Gefühlshudelei geht, das haben wir dann wieder zum Jahreswechsel, sondern heute soll es um die nackten Zahlen gehen. Wir zoomen heute mal ein kleines bisschen raus. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Über die Jahre machen zu können. Es gibt für mich da also zwei Möglichkeiten, wie ich das Ganze machen könnte. Ich habe damit vor einigen Jahren halt angefangen, indem ich einfach zusammengerechnet habe, okay, wie viel habe ich investiert, wie viel habe ich Cash und wie viel habe ich Schulden. Und das ist quasi die ersten zwei Positionen sind addiert worden, minus die dritte Position. Ja, finde ich sehr übersichtlich, sehr genau, so wie man es von ihm gewöhnt ist auch, ja. Ich persönlich hätte die Zeit nicht, mich dahin zu setzen und das ganze Zeug zu machen. Also bei mir ist es halt so, wenn das Finanzamt mal anruft und braucht irgendwas, ja, dann fange ich an. Okay. Positionen, das war quasi zum damaligen Zeitpunkt mein Vermögen. Mal ein bisschen vor. Mit gerade 26. Geburtstag hatte ich 21.000 Euro in Aktien und ein Gesamtvermögen von 27.755 Ja, also Euro. hier, jetzt mal das Alte. Ja, jetzt geht's zur Sache. Man sieht also hier, der gute Aaron, also Aaron heißt er ja. Ich habe erst letztens erfahren, dass er mit Nachnamen Israel heißt. Also, und das hat er irgendwie, also so, kann er eh nichts dafür. Also. Okay, also hier.
Nicht immer, man hat sich ja quasi den Geburtsort noch den Geburtsnamen ausgesucht. Ja. Es gibt ja Leute, denen ändern ihren Namen. Geburtsort kann man ja auch nicht ändern. Also von daher, ich meine, er ist geboren, ich glaube, in Leipzig. Ist halt nun mal so. Ne? Ist halt der Münchner Speckgürtel und kann man halt nicht ändern. Ne? Kann ja nichts dafür. Und genauso wenig der Name. Ja. Also hier, Alter, ne? Also man sieht hier schon, er ist knapp. Er ist noch knapp 4,5 Jahre jünger wie ich. Ja. Ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, Gottes Willen. Ja. Aber also man sieht es, also er ist schon sehr, sehr weit vorweg. Also wenn ich mich, also um dem Alter war ich ja noch quasi Student. Ja. Also das ist schon beachtlich. Liquide. Dann August 2019, dann ist natürlich richtig Schwung in die Bude reingekommen. Das T-Shirt-Business hat dann auch wieder hat deutlich, deutlich mehr abgeworfen im Vergleich zu dem. Ja, muss ich schon sagen, der Junge hat auch echt Geduld. Ne? Also dieses T-Shirt-Business, da fummelt der jetzt schon irgendwie seit 4, 5 Jahren rum, glaube ich. Und hat ja auch die ersten paar Jahre so gut wie nichts verdient. Ne? Er ist halt auch die Kombination aus Frugalist, ja, und Kapitalist. Ja? Also er ist jetzt nicht einer von denen so wie Rolex und so, ja, und quasi immer bis zum Limit ausmaximieren, ja, das, was ich verkaufe, da raushauen für Marketing und das Ganze, sondern der schaut schon genau auf jeden Heller und Pfennig. Und das macht ihn halt auch relativ authentisch, weil, also von dem weiß man so ziemlich alles. Ja, und deswegen ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum ich überhaupt mir seine Videos anschaue, oder beziehungsweise Schrägstrich Fan bin von ihm, weil das ist so in den wenigsten Kanälen, wo es ums Geld geht und so. Ja. Also das, der lässt halt wirklich quasi in Anführungsstrichen ja die Kleider fallen. Also der kommuniziert halt alles. Ja. Das habe ich genau hier und so verloren, gewonnen. Und ehrlich gesagt, das ist nichts für mich. Also so eine Art von Kanal zu machen. Also das ist einfach, ich sage mir halt, ich habe keine Ahnung, wer das alles sieht. Ja. Und ich möchte es halt einfach nicht Gott in der Welt mitteilen, was ich da alles auf Heller und Pfennig irgendwo habe. Aber ich würde mal sagen, ihm ist es irgendwie scheißegal und deswegen hat er wahrscheinlich auch so viele Follower, also fast 100.000 jetzt. Ich finde es gut, man kann es gut nachvollziehen und ja, das ist sozusagen einer der Hauptmehrwerte, diese Transparenz seines Kanals, das ist von daher empfehlenswert. Zu dem Zeitpunkt davor, und das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich mich selbstständig gemacht habe oder wo ich ausschließlich selbstständig Bisschen weiter vor. 27.000 Euro und dann von 27 auf 81.000 Euro, das sind Ja, das sieht man halt hier. Er erwähnt es auch dann, kannst du nochmal selber genau achten, mit der Selbstständigkeit und dann die Sprünge. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass ich habe auch schon viel ausprobiert und wahrscheinlich noch viel mehr Mucks gemacht wie er. Besonders in jungen Jahren, also ja, egal. Auf jeden Fall, aber was er natürlich auch betont, das ist logisch. Ja. In dem Moment, wo du quasi sagen wir mal, in Business, in welcher Form auch immer, ja, machst und das läuft einigermaßen, dann hast du natürlich den echten Hebel. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, immer überschlagsmäßig mal ein Beispiel, du bist jetzt Angestellte, und hast die ersten 20 Jahre deines Lebens, sagen wir mal, von 20 bis 40, das ist eine lange Zeit, ja, also quasi die Hälfte deines Lebens ist schon rum. Von 20 bis 40 hast du immer gearbeitet und gemacht und getan, aber immer wieder Fehlinvestitionen gemacht. Das heißt, du bist nie auf den grünen Zweig gekommen, hast Geld verloren, hast wieder Geld gespart, hast wieder Geld verloren und so weiter. Und mit 40 entscheidest du dich dann. Also mit 40 denkst du dann, boah, es hat alles keinen Zweck, ich bin eigentlich nie irgendwo hingekommen. Aus irgendwelchen Gründen auch immer, falsche Bücher gelesen oder einfach keine Mentoren gehabt oder was auch immer. Oder schlechte Berater oder was weiß ich. Oder ich habe immer auf die Empfehlung der Sparkasse gehört oder sonst was. Dann macht es insofern, hast du immer noch eine Chance, finanziell unabhängig zu werden, was auch immer das heißen mag für dich. Auch mit 40 noch, indem du dich selbstständig machst. Ja, das sieht man auch hier in den Beispielen, finde ich auch mal wieder sehr gut, sehr transparent.
Selbst wenn du 50 bist und hast eigentlich nur gelost, abgelost in deinem Leben, hast du immer noch eine Chance, dich innerhalb von 3, 4, 5 Jahren selbstständig zu machen. Also unabhängig, nicht unabhängig, sagen wir mal, gut. Ich würde mal sagen, egal, je nachdem, was du machst. Es geht auch in 3, 4 Jahren, es geht auch, sagen wir mal, in. Ja, und ich, also, was ich kurz damit sagen will, ist, mit sich selbstständig machen hast du immer, egal in welchem Alter, egal wie viele schon Murks gebracht hast in deinem Leben. Oder egal wie lange, manche brauchen einfach länger. Ja, oder haben einfach das Netzwerk nicht, haben ein schlechtes Umfeld und so weiter. Mit Selbstständigkeit hast du immer, egal in welchem Alter, selbst wenn du 60 bist, meiner Meinung nach, immer noch die Chance, dich zumindest ein Stück weit in Richtung Vermögensaufbau zu katapultieren. Ja, und das beweist ja auch hier ganz gezielt, ja, also quasi von irgendwo 20.000 dann auf 120.000, ja, 10 mal mehr innerhalb von so und so vielen Jahren nur und 2, 3 Jahren. Und das hat ja alles damit zu tun, dass er sich eben selbstständig gemacht hat, was gefunden hat, was auch ein bisschen skalierbar ist und so weiter. Ne? Und was er letztendlich macht, ist hauptsächlich dieses T-Shirt-Business und das ist ja auch ein paar andere Sachen noch, aber dieses T-Shirt-Business ist ja letztendlich ein reines Margengeschäft. Das heißt, irgendwer in den Philippinen, irgendwie so ein 3 Euro Tagelöhner, ja, macht für ihn irgendwelches T-Shirt und er verkauft es halt, sagen wir mal, in die Schweiz oder nach Spanien oder über Amazon FBA oder wie das da heißt, ja. Merchant, irgendwas. Und halt nach den USA. Also es ist typische in China produzieren lassen, das gleiche, was Apple seit 20, 30 Jahren macht oder was VW macht oder was auch immer. Ja, also die ganze Welt letztendlich, ja. Irgendwo im Billiglohnland halt produzieren und du bist der Mittelsmann und verkaufst das Ding halt mit dreimal teurer irgendwo anders in westliches Land. Ja? Nichts anderes ist es. Nichts anderes ist es, ja, was dahinter steckt. Aber wenn du das dann machst und dann ein bisschen skalierst, ist egal welches Alter du bist, egal wann du startest, du hast immer noch die Chance, nach ein paar Jahren ein beachtliches Vermögen aufzubauen. Und das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür, ein sehr guter Beweis. Sehr transparent, nachvollziehbar und von daher ein Video sehenswert. 155.000 Euro an. Ja, ich nehme mal ein bisschen vor. So, jetzt Internet ist alles ein bisschen lahm hier. Scheiße, Mann. Da mussten wir, um 20% Preisnachlass zu kriegen, mussten wir 12 Monate im Voraus bezahlen. Ja, super. Why should you invest in Oh, stocks Mann. on eToro? With eToro. Alles klar. Ja, super. I can invest in global and local Das schneide ich stocks raus, with Mann. zero commission. Komm. Ich hasse Toro. Was ist die Kacke da? Auch kein Mensch. Das heißt, wir haben bereits einen Jetzt erzählt er noch ein bisschen, was er hier noch alles hat und so. Miete. Meine, er wohnt jetzt auch auf Zypern. Ich meine, 30 Grad im Schatten bis in den Dezember hinein. Soll er sich mal nicht beschweren. Ich bin jetzt schon, also langsam. auf Zypern nachversteuern und Ja, dann Zypern, alles klar. Mir ist schon klar, dass du jetzt mehr Sonne hast wie wir in Deutschland. Ja? Da kommt jetzt natürlich der Neid hoch. die letzten Monate laufen Der Neid nicht kommt hoch. so, wie ich das eigentlich. Ja, Ja, jetzt kommt Internet. Ja, ich bin hier in so einer kleinen Absteige. Ich bin ja auch am Sparen. Deswegen ist das Internet auch so kacke. Doch eine bombastische Entwicklung. Man weiß gar nicht, warum ich mich so aufrege und warum ich nicht den ganzen Tag. Mach. Dann klar, ich hatte schon Ja, ein also bisschen was jetzt wieder ausprobiert. sozusagen nochmal ganz kurz. Also die Zusammenfassung Aber ging sowieso mal alles geht schief. darum, Mein Time Horizon, das habe ich auch von, sagen wir mal, Warren Buffett oder Dr. Julian oder so, die ständig davon reden und das ist natürlich super wichtig. Also dieses langfristige Zeitfenster, ich habe auch mit dem Kunden erst wieder Probleme auf täglicher Basis und dann gibt es schon Momente, wo man echt keinen Bock mehr hat und ausflippen könnte. Aber wenn man sich dann sozusagen wieder immer wieder in die Vogelperspektive hochkatapultiert, ja, und dann eben drauf schaut, ja, es läuft doch eigentlich, man hat eigentlich diesen, das und jenes Fortschritte gemacht und so schlecht ist alles gar nicht. Ne? Also abschließend möchte ich hier einfach noch, hier ist sozusagen das Gesamte. Also aktuell hat er so mal irgendwie einen liquiden Ding von den 337 und hier hätte er eben hier in der Videobeschreibung hätte er eben noch die 587 Euro und 21 Cent reinmachen sollen.
ja, um das Ganze einfach hier nochmal akkurater einfach anzumachen. Ja. Also das ist so ein Überschlagsbetrag in der Videoüberschrift. Das ist halt seine Marke, ja, dieses aufs Komma und Cent berechnen. Und das hätte er auch in die Videobeschreibung rein machen sollen. Ja. Das ist sein Unique Selling Point. Ja. Also hat er verpasst. Ne. Also ich würde mal sagen, er hat jetzt hier quasi eine Viertelmillion, in welcher Art und Weise auch immer, an liquiden Assets. Muss aber dazu sagen, das ist natürlich ein Monster. Ne. Ich meine, der ist nochmal fünf Jahre jünger wie ich. Wenn ich jetzt das mit mir vergleiche, würde der Wahnsinn, ja, absoluter Wahnsinn. Aber, wir leben natürlich auch in einer anderen Zeit, ja, ist klar. Was soll ich sagen, als ich in seinem Alter war, da war gerade mal irgendwie Frontpage irgendwie entdeckt worden oder keine Ahnung. Das hier ist, ja, da war Jeff Bezos noch irgendwo in der Garage. Das ist hier sozusagen, also eine Filter. Okay, ja, ich würde sagen, also mein abschließender Tipp, Ratschlag auch, wäre an so einen jungen Hecht, ja, einfach jetzt mal langsam, also man kann mal aufs Gaspedal wieder runterzugehen, nicht zu übertreiben, vielleicht sogar hier was wegzunehmen wieder von den 337.000 Euro und was zu spenden, ja, und an die, sagen wir, zum Beispiel an deutsche Kollegen, ja, die, also sozusagen, die es, ja, die unter den dortigen Steuersystem leiden. Ja. Und ich will da so ein paar Leute kennen und ja, also einfach mal hier sozusagen, ja, ein bisschen wohltuend was machen, so mit seinen Kollegen. Und einfach hier einfach es nicht übertreiben. Ja. Es erzeugt ja auch so teilweise Neider, ja, Hasser und Hater und so weiter. Und ja, also zu schnell, also er will jetzt irgendwie innerhalb der nächsten 3 Jahre dann das auf 1 Million, also siebenstellig und okay, immer schön mit der Ruhe, ja, mein lieber Aaron, immer schön mit der Ruhe. Okay, was gibt es hier noch mit der Zahl? Achso, 1 Million, das ist, ja, genau. Ich 31 Jahre alt bin. 31 Jahre. Das ist eigentlich noch viel zu früh. Ja? Eigentlich noch viel zu früh. Und ja, also ansonsten finde ich cooles Video. Gratulation. Ja? Also man mag es gar nicht glauben, ja, mit so einem Business, also T-Shirts, wo man quasi pro T-Shirt dann irgendwie 2,50 Euro verdient, aber halt über die Masse. Ja? Und dann halt einfach auch den Trend dort mitzunehmen. Ja? Mit Merchant, Amazon und immer weniger. Also letztendlich profitiert halt er davon, dass halt viele Shops und kleinere Shops, die halt T-Shirts verkaufen, quasi physisch teilweise auch pleite gehen. Und ja, das ist halt einfach so. Ne? Er sitzt halt auf dem Pferd von Amazon, die halt die Welt erobern und auch vielen anderen Businesses das Wasser abgraben. Und da sitzt er eben drauf und hat zudem wahrscheinlich auch noch die Aktie davon. Also doppelt gemoppelt. Und das ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich der einzigste Weg vorwärts sein, dass man halt, sagen wir mal, erkennt, welche Trends gibt und sich da irgendwie dann ein Krümelchen abholt, dass man halt quasi nicht mit dieser Schere, die sich da auftut, dass man da halt sozusagen nicht unten liegen bleibt. So, das war's für dieses Video. Reaktion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thomas Klein. Ciao.